eine ist fast 3 und die andere ist 5. Aber und natürlich führen die mich gelegentlich mal wieder an alle möglichen Grenzen. Dieses ständige Überreden, jeden Morgen 50 Mal zu sagen, Zähne putzen, Hände waschen, das macht mich wahnsinnig. Und immer erst dann, wenn ich gezwungen werde, die Daumenschrauben anzuziehen, jetzt reicht's mir aber, dann gehen sie. Es ist einfach nicht zu glauben. Robert De Niro hat mal gesagt, dass was auf die Frage, was das Anstrengendste an der Kindererziehung ist, sagt er, dieses ständige Verhandeln. Und unter Pädiatoren-Gesichtspunkten sind die auch noch sehr gute Verhandler. Sie kriegen immer 80-90% ihrer Forderungen tatsächlich durch. Ich möchte jetzt gleich nach dem Abendessen gerne noch Sender mit der Maus gucken. Oh Mann, ist aber schon spät. Jetzt aber Hände waschen und Zähne putzen, ne? Dann trödeln sie rum. Wenn ihr jetzt nicht Hände waschen und Zähne putzt, gibt es keine Sendung mit der Maus. Habe ich es quasi schon mit rein verhandelt. Sie nehmen wirklich alles, was geht an Verhandlungsmasse mit. Und da sind sie so klein. Und naja, hoffentlich werden sie beide Anwälte. Es kommt natürlich oft vor, dass solche Sachen passieren, dass ich durchs Treppenhaus gehe und huste. Und am Widerhall höre ich eine Mikrosekunde später, das klingt ja wie mein alter Herr. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das ist eine Erkenntnis, die sich bei mir ab Ende 30 durchgesetzt hat und es auch nicht mehr so schmerzhaft ist. Und ich habe mich auch schon gehört, wie ich gesagt habe, das macht man nicht. Jetzt reicht's mir aber. Lauter solche Sachen. Aber ja, es ist wie viele Sachen im Leben. Ganz plötzlich stellt man fest, dass das relativ normal ist. Es geht jedem so, der Kinder hat. Und es war eben bei meinen Eltern eben auch relativ normal, diesen oder jenen Ton anzuschlagen. Und am Ende einfach auch nach dem ganzen Warum fragen, keine Antwort mehr zu wissen und zu sagen, es ist halt so. Oder liebe Gott hat das so gemacht. Und ich bin Atheist, ich versuche den lieben Gott möglichst rauszuhalten aus meiner Erziehung und fast habe ich es auch geschafft. Danke. Feierabend!